nur in ein Haus ein und zählt. Erster, zweiter, dritter Stock. Wenn man sie vorher so programmiert, dass sie aus dem dritten Untergeschoss eines Bunkers explodieren soll, dann tut sie das. Dieses System funktioniert außerordentlich effizient. Testflug durch Beton, Zündung an der zweiten Wand. Wenn ich ja keinen Busen, aufgeblasenen Busen habe, also muss ich meine Kraft zeigen. Seine Kraft vermutet er hier. Helmut Berger hält sich selbst für unwiderstehlich. Für die französischen Stargäste wie Gérard Depardieu hat Berger nur Beleidigendes im Sinn. Sie gehen mir auf die Eier, du. Wer ist der erfolgreichste Filmregisseur, wollen wir wissen. Hallo Deutschland. Hallo. Hallo. Sehr stark. Wer ist es, der Regisseur, den wir suchen? Wie heißt du, Micha? Komm, Micha, sag's. Frank Capellier. Oh, ich fürchte, der ist es nicht. Die 6, bitte. Die sind Sie selbst, Hildegard. Ja, mache ich aber gerne. In der Sonne der Karibik. Ich glaub, ich lieb dich. Ich würd so gern bei dir sein. Und am Busen oder am Rhein. Damit gebe ich an Alexa mit dem Magazin Guten Morgen Deutschland. Die ganze Welt blickt nach Bagdad, wo UN-Generalsekretär Kofi Annan gestern händeschüttelnd mit Saddam Hussein vor die Presse trat. Jetzt gibt es einen Deal. Entschuldigung, das ist irgendwie der falsche Zettel. Ich wollte an einer anderen Stelle weitermachen. Im Laufe der Sendung werden wir noch die erste Stellungnahme des amerikanischen Präsidenten Clinton hören. Die Entschuldigung. Entschuldige, das ist nicht nach Hause gekommen. Sorry. Entschuldigung, das macht überhaupt wehgetan. Warum soll ich in der Kneipe eine Frau 10 Piccolos ausgeben? Die hatte nachher keine Lust oder ist besoffen. Oder weiß ich nachher im Bett als lahme Ente. Da gehe ich doch lieber gleich hier hin. Da kriege ich mein Geld auf jeden Fall Leistungen von wirklich schönen Frauen, die ihr Handwerk verstehen. Ist doch so.